Meine Herren, hätte ja sonst was passieren können, ne? Ne, zum Millennium Gate wollte ich jetzt nicht. Da waren wir aber schon mal. Ich will die Straße hier benutzen. Scheiß Rowdies, geh mal auf den Weg. Wenn ich noch irgendwen verprügeln muss heute, dann krieg's Kotzen. Madame ist halt ein langsamer Sprinter, während ich schon Karacho die Rakete bin, Mann. Ich muss demnächst mal wieder Hiromi besuchen. Ihr wisst schon, in den Stachelölen und so. Okay, ist vielleicht nicht der beste Ausspruch, aber ist okay. Jetzt sind die Gegner alle weg von der Straße. Krass, oder? Halt, warte mal kurz. Die Lampe blinkt so komisch. Ich dachte, da ist ein Schlüssel oder so. Nee, scheint aber nicht so. Seltsame Lampe. Ja, jetzt hatten wir auf alle Fälle Spaß mit Haruka beim Würfeln. Die Gute hat echt, die ist echt ein Naturtalent. Gut, dass ich nur so wenig gesetzt habe beim letzten Mal. Ich war mir sicher, dass das irgendwie nicht stimmen könnte. Ach, ne? Ich sag's euch. Diese Menschen da draußen sind alles Betrüger. Scheinbar. Kazuma, it's almost time. Yeah. He's not the same Nishiki as 10 years ago. We don't know what he may try to do. Take care of her. Don't worry. I'm gonna meet up with an old friend. I might be back late. Be careful, mister. Gib mir doch mal den richtigen Namen, ohne Witze. Ach, steh nicht im Weg. Meine Fresse. So, auf geht's. Ab zurück. Wie sieht's aus? Gut. So, auf geht's. Nishiki besuchen. Können wir ja auch vorher noch. Nee, eher nicht so. Aber eine Rüstung kann man anziehen. Könnte ja immer was passieren. Wir wissen nicht. Die Straßen sind ganz schön dunkel. Nachts. Wisst ihr? Die Lampe macht mich immer noch fertig. Taka, taka, taka. Ich gehe hier jetzt mal runter. Ich will auch nicht zu weit laufen. Bin ich schon zu weit? Nein, ich bin sehr gut. Gut. Der Weg, der ist bis jetzt sehr gut. Endlich bin ich auch wieder allein unterwegs. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt will ich wissen, was Nishiki von mir will. Ja, geht ja gar nicht. Puh, diese Ruhe auf den Straßen. Ist das nicht angenehm? Ist das nicht auch euch aufgefallen? Das ist unglaublich angenehm. In der letzten Stunde, die ihr auch gesehen haben solltet, das waren die Folgen davor, nur alle 5 Meter. Ey, du da, ich geb dir ins Gesicht, denn ich bin hässlich wie die Nacht. Nicht. Dann musste ich die Faust Gottes sprechen lassen. Auf die niederregnen lassen. Mit dem Zorn von Ionen.
Arbeionen. Habe ich dem ganz schön eine gezimmert. Kann ich vorher noch einen Imbiss nehmen? Ach, nö. Aber ich könnte mal echt ein paar Stunden in der Arcade verbringen. Vielleicht kann ich ja irgendwie ein cooles Stofftier rausziehen und Haruka verschenken. Stand da gerade Green Gamers? Aha, I get it. Ja. Zack, und da sind wir im Serena. It's time for Nishiki. Reina, why are you here? Nishiki will be here any minute now. That's why I'm here. I'm worried that you two will try to kill each other. Reina. Nishiki. It's been too long, brother. Reina, give me a drink. Okay. It's been 10 years since I had a drink with you. Yeah. I'm sorry that I didn't visit. I've been kind of busy. So I've heard. Kazuma, I need that 10 billion yen. Give me that kid you've been babysitting. And her pendant. Before that, I want you to tell me something. Why did you kill Mizuki? That wasn't supposed to happen. Not Yumi, sister. I would never. Uh-huh. Oh, Oyubun. What are you guys doing in here? I'm sorry. This girl, she wouldn't talk, so we had to... Who told you to kill her? What? Oh, Oyubun! No! Wait! Wait! She was Yumi's sister! Who told you to kill her? Who told you?! Oyubun! Oyubun! Leave it to us. We'll take care of this. Oh mein Gott. Nishiki ist gering unzurechnungsfähig. Maybe. For 10 years, I've been searching for Yumi. When I learned that her sister worked here at Serena, I had her watched. Every move, day in, day out. Every day hoping Yumi would show up. Is that how you found out about Haruka? It was fate, really. Her growing up in Sunflower Orphanage. The same place you and I came from. Then Mizuki opened Ares. She disappeared soon after. Into thin air, just like her daughter. Suddenly, 10 billion yen goes missing from the Tojo clan. However... That's... Yep. It's Yumi's ring. We found it at the crime scene.
Yumi is somewhere. Somewhere close. I'm sure of it. Kazuma, there's a war going on in the Tojo clan. You can't bring it to an end by yourself. You have to trust me. Hand over the pendant. That pendant's the only thing Haruka has left to remind her of her mother. She has nothing to do with your war. You haven't changed, have you? That's exactly why Yumi fell in love with you. Everyone is always on your side. As long as I've known you. You hate me, don't you? I don't know. But I did betray you. So maybe I do. And then I betrayed Fuma Oyabun. There's no turning back now. You? You shot Fuma Oyabun? Yeah. I was shaking like crazy when I did it. No! Stop! Stop it, both of you! Why? After all he's done for you, he was like a father to you. He's not dead. Anyway, he's with Shinji now. Tracking him with a bug? On that day 10 years ago, I learned not to trust anyone. I'll keep doing things my way until I'm at the top of the Tojo clan. If you don't hand over Mizuki's daughter to me, I'll be forced to do things. Things I don't want to do. Do what you need to do, but I'll never hand the girl over to you. I won't let you get her involved in this. Never. Can't turn back the clock. I was hoping that we could work together again. But I see now. We are brothers no longer. Why did things turn out this way? Why? Tell me why!